So, das ist mein erstes Live-Video. Viele Grüße aus dem wunderschönen Stralsund. Ich bin hier gerade morgens am Meer und das ist jetzt der dritte Tag von Ankes super tollem Seminar hier zum Thema Fokus bewahren, Ziele setzen. Und bisher war es Hammer. Also es war wirklich zwei knallvolle Tage mit wirklich vielen Infos. Teilweise unglaublich anstrengend, aber auch unglaublich schön. Ich glaube, hier kann man so in 2 bis 3 Tagen so viele Sachen lernen, für die du sonst Monate oder Jahre brauchst. Also wirklich angefangen von, was ist deine Vision, was sind deine Werte, deine besonderen Stärken rausfiltern, wo willst du hin, was ist dir eigentlich wichtig im Leben? Und ja, das ist zwar sehr anstrengend, aber es macht super Spaß und ist total wichtig, wenn du dich authentisch vermarkten möchtest. Und jetzt so halb neben mir ist gerade auch Anke. Komm mal rüber. Und sag mal Hallo Hi. und erklär mal, worum es hier genau geht und warum du das machst und warum das so wichtig ist. Worum geht's hier? Annika hat es schon gesagt. Also, das Thema ist Fokus. Du kannst dich auf alles fokussieren, aber nicht alles ist dir nützlich, nicht alles bringt dich weiter, gerade für dein Business. Und dann hast du viele Leute da draußen, die von Marketing sprechen, aber was willst du vermarkten? Also willst du dich, dein Business vermarkten? Da musst du erstmal von innen heraus anfangen, also nicht nur Pflaster von innen heraus, und damit du deinen Fokus ausrichten kannst. Und gut, was wir gemacht haben, ist, du musst dein Leuchtturm, ja, im Dickicht. Du sitzt da im Dickicht voller Marketingmaßnahmen, Strategien und hast 100.000 Leute, die dir sagen, das ist der richtige Weg. Aber nur du kannst anfangen zu fühlen, was der richtige Weg für dich ist. Und ich glaube, genau das haben wir hier gemacht. Und ja, das ist anstrengend. Aber wenn dein Business leicht werden soll, dann musst du diesen Weg gehen. Dann musst du raus mal aus dem, was du bisher gemacht hast, aus deiner, ja, dieses komische Wort Komfortzone. Ja, und dann ist es nicht gleich einfach, aber dein Business kann leichter werden, wenn du sagst, okay, ich will es jetzt richtig und ich will mir hier Vollgas, Knallgas geben und damit musst du dich einmal auf den Pott setzen. Ich glaube, das haben wir hier ordentlich gemacht. Er merkt das auch vielleicht. Mein Arm zittert gerade so ein bisschen, während ich das Handy von mir weghalte, weil wir haben gerade hier Sport gemacht. Also auch die Kombination von, du machst Sport, du nimmst eine Haltung ein, die wirklich alles andere außer bequem ist. Deswegen zittert gerade mein ganzer Körper noch. Und während du das machst, konzentrierst du dich nicht auf den Schmerz, sondern darauf, was wirklich deine Ziele sind. Und ich habe da bei der Übung gemerkt, es fällt mir viel einfacher, plötzlich diese Kraft zu behalten oder die Energie zu behalten und das zu behalten, den Fokus auch zu setzen, Ja. während ich dabei nicht an den Schmerz, sondern an mein Ziel denke. Und ich glaube, das ist auch sowas, was man jeden Tag in seinem Business gebrauchen kann, sich nicht auf die Sachen zu fokussieren, die ätzend sind, nervig sind, sondern Genau. wirklich auf das große Ganze. Gibt es Genau. jetzt von den ganzen Wochenenden noch einen Tipp, den du mitgeben kannst, der besonders wichtig ist für Leute, die sich vielleicht auch dafür interessieren oder? Ein Tipp, einen besonderen Tipp. Ich glaube, es wäre das kommt vom, wenn du anfängst, komm vom Kopf ins Herz. Also das klingt immer komisch. Ich bin ein sehr rationaler Mensch und ich habe lange gedacht, oh Gott, nee, komm, den Scheiß kannst du alleine machen. Aber es ist genau das. Sag nicht, was du nicht mehr möchtest, sondern sag, was du möchtest und fang an, das aufzuschreiben und häng dir das irgendwo hin und lies das jeden Tag. Jeden Tag hört sich komisch an, aber gerade bei diesen Mindset-Sachen, bei diesen Überzeugungssachen, Werte etc., glauben wir immer, es geht total schnell. Wie lange hast du gebraucht, um Fahrrad zu fahren? Wie lange hast du gebraucht, um eine Sprache zu lernen? Ja. Wie lange hast du gebraucht, um mit dieser Technik klarzukommen und zu verstehen, was Annika dir mit Personal Branding, authentisches Marketing erzählen will? Ja? Und du lernst das jeden Tag. Und genauso machst du das mit diesen Dingen auch. Nur halt sie in deinem Fokus, halt sie in deinem Blick, dein Schreibtisch, wo auch immer du es hast, ja, pflaster das mit all den Dingen, die du möchtest und nicht mehr nur das, was du nicht mehr möchtest, weil das ist der erste Schritt, damit du weißt, wohin du gehen kannst. Und dann umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Such die Sonne im Leben. Und wenn sie gerade nicht da ist, dann schaff sie dir. Ja. Ich verlinke euch auch später nochmal, wenn ich wieder zu Hause bin. Das wird irgendwann heute Nacht sein, aber morgen früh nochmal Ankes Seite, auch ein paar wichtige Infos, weil das Thema Fokus, bevor du jetzt anfängst, irgendwelche Newsletterlisten aufzubauen oder bevor du anfängst, dich in Kleinigkeiten zu verrennen, fang lieber an damit, dass du dir erstmal klar bist, was du wirklich willst, wo du wirklich hin willst, was deine Motivation dahinter ist und wie du dein Ziel jeden Tag ein bisschen verfolgen kannst. Ja, und wir verabschieden uns jetzt aus dieser wunderschönen Gegend hier und bis demnächst. Ciao! Ciao.